In der letzten Folge. Oh, süß. Hab getroffen, aber es könnte das Känguru gewesen sein. Haben. Oh, nice. Es liegt. Nice, so komm mit. Da oben auf dem Stein. Und Hatrobola vorbei. Es liegt. Okay. Achtung, Bugs. Und so geht es weiter. Oh, da ist ein Spieler. Beim TP, also bei unserem Pace-TP. Okay, sollen wir hinkommen? Ja, ich laufe dem mal hinterher. Okay. Pace-TP. Ja, das ist der Ding ins Poli, okay, glaube ich. Tatsächlich können wir doch von dem Teleporter aus zu der Base machen, wo du meinst, es ist ja Tundra hier. So, wir sind da. Wo? Welche Richtung? Da unten ist Neon. Und da unten hinter hier unten am Berg anfangen. Der ist jetzt da hinten weggelaufen. Ich bin den gerade noch nicht hinterher. War der mit hier unterwegs oder einfach so? Der war solo und der hatte Gilly und Flak an. Okay. Wahrscheinlich gerade C-Paste. Vielleicht, ja. Einfach geradeaus? Ja, die Richtung ist er gelaufen. Achtung, der Gasback startet gleich. Oder auch nicht. Ich habe euch verloren, glaube ich. Unten ist ein Baum umgefallen, aber ich glaube, das sind deswegen dem UT. Kein Plan, ich sehe nichts. Da ganz drüben auf dem Berg da hinten, da bei der Ruine, da war die Base. Hinten bei dem Berg, bei der Ruine? Also eigentlich straight rüber so, in die Richtung. Okay, dann lass den Leader biegen mitnehmen und dann machen wir da zu der Base hin und gucken mal. Okay, hast du den Sprengstoff noch dabei, Leon? Ja. Sehr gut. Okay. Warum rennst du eigentlich die ganze Zeit ohne Tier rum? Weiß nicht, ich fühle das so ein bisschen. Oh, okay. War Ehre, ne? Gut. Hat auch zu viel Deathmatch gespielt wahrscheinlich. Ich fühle mich teilweise ohne Tier auch echt so gut mittlerweile. Ja, also ich würde halt ein Känguru nehmen, aber die sind ja jetzt gerade noch nicht so Massenproduktionsware. Nee. Alles klar. Kann sich auch scharf setzen gerne. Hätte halt auch mal so, ne? Oh shit! Nee! Oh Gott! Ja, ich wurde gestunt. Von den Dingens? Ja. Ich glaube, ich rip jetzt. Die machen mir alles kaputt. Ach, Scheiße! Was ist denn hier los, ey? Versuch deinen Wolf zu fighten. Ich bin tot. Okay, da dürfen wir nicht nochmal reinspringen. Das ist ja komplett gestört, was da abgeht, ja, der Wolf ist tot. Man muss auf jeden Fall meine Leiche looten. Ich hatte die Longneck dabei und so. Okay, Moment. Versuchen wir die Viecher wegzulocken oder so. Ja, ich versuch's die wegzuziehen irgendwie, aber. Oh, Alter! Ja, ich seh dich hier. Nicht. Ich springe. Ja, ich seh dich. Und okay, da unten ist unten der Felsen, da müsstest du mal irgendwie durchrennen, oder? Das ist auch eine Explorer-Note, ne? Ich komm jetzt gerade nochmal und renne jetzt hier nochmal durch. Okay, Moment. Aber hier ist doch alles, dein Loot-Back ist doch komplett frei, hier ist doch nix. Da eben ist dann am Wolf rumgerannt und alles. Okay, das dann laufe ich da jetzt hin. Ja, geh jetzt runter, ich habe jetzt nochmal alles Aggro gezogen. Bis auf das Megatherium, aber das ist nicht Aggro. Also frei ist das, war das nicht gewesen. Es war schon gut, dass du jetzt nochmal durchgelaufen bist, glaube ich. Okay. Aber kannst du ja mal bei mir dann schauen, wie das aussieht, wenn so, ja, gucke ich mir dann ein Video an. So, ich hab mein Stuff, ich mach hoch. Okay, gut, dann geh mal reparieren. Raus aus dem Loch hier, ey. Ey, lass, ja gut, Moment. Wollen wir jetzt noch raiden? Ja, keine Ahnung, wird eng, ne? Oder? Ja, weiß nicht. Minuten, also ich war gerade schon kurz da, ich habe das mal angeguckt, die haben noch kein Dach, aber die haben schon Wände hochgezogen. Ja, die also gelootet haben können sie es, dann sollten wir hinmachen. Ich guck mal, was ob ich noch... Dann lass machen. Reparier dein Zeug und dann... Ja, das sieht noch okay aus, ich habe ja auch noch ein bisschen Backup dabei. Okay. Moment, Boots wäre noch gut. Muss nur irgendwie einen anderen Weg darüber finden, weil da sollten wir nicht nochmal rein. Also... Ja, wir beide können ja Parachuten, ich hab Beam. So, ja, stimmt. Ja, dann macht ihr Fallschirm, ich spring da so rüber. Okay, aber Neon, das lasst du zusammen machen, weil ich hab noch keinen Überblick, wo. Mhm. Ich stehe jetzt hier unten rum. Komm hier hoch, einfach auf den Berg. Okay. Das war gut gewesen, Kay, sehr gut mit dem Freiräumen. Ich glaube, es war auch vernünftig, dass ich gesagt habe, lass das da nochmal einer lang läuft, sonst wäre das wahrscheinlich nichts geworden. Mag sein, also für mich sah es halt frei aus, aber ich hab halt auch echt ein bisschen Panik gehabt, muss ich sagen. So, mal los? Ja. Ja, geht los, ich komme hinterher. Hui! Ich habe nur für auch Crappin Hooks dabei. Ich wollte mich auch gerade wegziehen. Zwar, aber ich hatte erst gehofft, dass ich den Wolf irgendwie noch retten kann, deswegen bin ich da bestimmt rumgestanden. Das ist noch ein Dorf da hinten. Ja. Ja, da kommt. Oh, roter Bonus-Beacon. Ich bin runtergefallen.
Ja, fuck. Hätte einer was dagegen einzuwenden, wenn ich mich gerade mal dahin orientiere? Ist ihr bei der Base Side? Ja, die ist ja direkt hier vorne. Oh ja, gut, ich dann gucken wir das mal danach. Ich bin oben, ich bin jetzt. Bin hinter dir. Okay. Alles klar, sehr gut. Laufen wir gerade richtig? Ja. Oh, hier der. Hier sind Spieler. Frosch und. Bei den Bonus-Beacon. Frosch und Känguru. Sollen wir da jetzt hin? Hab dem einen Headshot gegeben. Lass da hin. Das ist Velo. Ah, fuck. Der Frosch-Spieler hat einen Headshot. Lass da hin machen. Ja, ja. Frosch kann doch eigentlich nur Gato sein. Mein letzter Fallschirm. Ah, ich sehe sie da vorne rechts, ja. Nach rechts, rechts, rechts. Die sind jetzt hoch, wo wir gerade waren, glaube ich. Ah, ich sehe es, ich sehe es. Känguru könnte auch einen Treffer bekommen haben. Links ist ein Yuti, Achtung. Hier ist noch ein Wolf. Direkt unter mir. Mit Spieler drauf? Ja. Okay. Oh, ich muss hier mal kurz... Ich bin hier gerade sehr ungünstig. Hier ist noch ein Mana, Achtung. Ach du Scheiße. Der Känguru-Reiter scheint nackt zu sein, oben rum. Ja, ich glaube, der ist oben rum nackt. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Der ist da irgendwo reingesprungen. Achtung, du hast den Mana-Agro nehmen. Ist er den Weg weiter hochgelaufen oder? Shit, der ist hier unten, wo ich bin. Ich versuche den roten, Beacon zu looten, okay? Ja. Ist irgendwie Wasser dabei? Can. Ja, nice. Oh, der ist gerade in. Der ist in den Yuti reingesprungen, jetzt ist er gefeiert. Nice. Das ist gut. Aber er rennt voll in deine Richtung, Neon. Ja, ich bin bei ihm. Er ist abgesprungen. Okay. Nicht gebolert. Hier ist noch, hier ist ein Spieler. Direkt vor mir, komm direkt mal. Bei mir. Ich konnte ihn nicht bolern. Ist er wieder aufgestiegen? Ja, ja. Oh, er hat den Mana-Akku. Der Beacon wurde gerade gelootet. Von dem. Das ist wahrscheinlich der Frosch-Typ-Kollege gewesen. Fuck, man. Dieser Mana. Nee, von so einem Hirsch. Scheiße daneben. Ja, ich muss hier weg, sonst killt mich der Mana jetzt gleich. Jo, ich verfolge mal. Hat man einmal gehittet? Das müsste eigentlich den Spieler getroffen haben, ey. Weißt du, ich hab ihn verloren. Ah, der ist schnell. Oh, der laggt, Alter. Boah, ich hab 130er Ping. Ja, der hat gerade derbe gelaggt, der Spieler. Ja, der ist über alle Berge, der Loot Rate. Ich bin auch überladen, sehe ich gerade. Fuck. Okay. Der Frosch-Typ hat auf jeden Fall kassiert. Und ich glaube, der Känguru-Typ auch, aber ich hab den Känguru-Kerl verloren. Oh, der Manakma ist bei mir. Fuck. Ich hab die Akro. Dann lauf weg. Ja, ich bin dabei. Oh, ah, Mann, ey. Also einmal habe ich ihn gehittet, das kann aber der Hirsch gewesen sein. Aber eigentlich, ich weiß nicht. Hm. Okay, lass jetzt die Base noch versuchen. Ich bin bei Neon, glaube ich. Ich sehe gerade. Ich hoffe, dass der Mana nicht mehr hinter mir ist. Sonst erschießen wir den einfach. Wir müssen die Helme wieder ausmachen, ey. Das ist voll dumm. Du kannst Lighthead machen, ne? Ah ja. Okay. Ah, verflucht, ey. Schade. Dass er das überlebt hat. Seid ihr wieder da, wo der lila Beacon war? Wir laufen jetzt hier den Weg hoch. Ja. Okay. Ah, ärgerlich, Mann. Die Base muss ja gleich hier sein. Achtung, Wölfe. Ja, ja. Da vorne irgendwo. Okay. Oh! Maulwurf kam hier gerade aus. Mhm. Ah, ich sehe die Base, glaube ich. Kann ich ja. Nicht Bohnen, stimmt aber was. Oder? Nee, das ist eine Ruine. Mhm. Ja, das ist bei der Ruine, aber neben der Ruine. Ich weiß grad nicht genau, wo die ich ist. Ich muss Stamina recken. Okay. Ja, ich laufe hier gerade nur kurz auf den Berg und guck mal. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu der Ruine. Ach da, okay. Ja, hast du noch einen Parachute? Nee. Warte, dann gebe ich dir einen. Ich glaube, ich habe gerade einen. Hat einer von euch gerade einen Fallschirm benutzt? Nee. Nein. Den kannst du töten. Da drüben hin. Also geradezu einfach. Bin mir nicht sicher, ob ich mir das gerade einfach nur eingebildet habe. Wir kommen jetzt rüber mit Fallschirm zu der Base. Ja, ich renne hier oben bei den Ruinen rum, aber ich habe bisher noch keine Base gesehen.
Ich weiß halt nicht, hier wo sind die Gates ist. Und so. Doch, hier ist eine. Ja, ja, die ist halt noch nicht zu von oben, aber. Ja. Oh, da steht ein Spieler. Die Holzgates, oder was? Wo steht ein Spieler? Ja, da musst du weiter hoch, die Holzgates, bis auf den Berg oben. Da auf dem Stein. Ich wohne an. Oh. Da steht einer auf dem Dach. Seid ihr das? Ach, das war der Spieler. Okay, soll ich einfach mal sprengen? Ja. Ja, mach halt. Ich bin jetzt auch da. Nachdem alles vorbei ist. Ja. Ah, oh, du machst gleich alles kaputt, Alter. Oh. Krass. Ja, ich das war C4, da kann er nichts führen. Ja, okay. Kann der blöde Hirsch mal aufhören anzugreifen? Jetzt kommen hier wilde Wölfe. Was ist denn jetzt kaputt? Ja, kannst du gleich den Wade Wolf reintun. Oh, Heavy Turret 1. Okay, hat sich schon gelohnt. Cool. Shotgun 240% oder so. 200. Shotgun oder Pumpgun? 214, eine alte. Ja. Nimm mal die Shrank-Pfeile mit. Steckt einfach alles in den Wolf rein. Ich hab den Wade Wolf. Okay, das hat sich allein mit dem Heavy Turret gelohnt. Jo. Dass jetzt die ganze Base gleich weg ist, ist irgendwie traurig. Das tut mir so leid. Wie gesagt, es ist C4, das kann Hatter nicht anders machen können. Ja. Moment. Hier ist noch Metall drin geschmolzen, das haben wir auch gleich noch mit rein. Üffe, Moment, Shotgun noch. Heavy Turret, geb ich dir auch. Das ist bei dir sicherer. Das Vieh heißt Kalgon. Ja, das ist voll der Product Placement Tribe, ey. Muss mal gucken, wie der Spieler heißt. Okay, ja, ich glaube, das war's, ja. Wobei in dem einen. Ja. Samsung AdWash, alles klar. Ja, okay. Am liebsten würde ich an den Fallschirm direkt zum Teleporter jetzt fliegen. Hier unten ist, by the way, noch eine Explorer-Note, wenn ihr die noch mitnehmen wollt, ne? Also okay, einfach den Berg hier ein Stück runter und hier auf dieser Mauer auf der kleinen. Ah, nehme ich mit, ja. Nice, okay. Ah, die Kängurus schlüpfen. Kriegst du einen Bugs? Hast du noch einen Parasuit für mich, Neon? Ich hab, komm mal, meinen Wolf, ich hab voll viele. Ich kann keinen mehr machen, leider. Okay. Ich hab 4 Stück in meinem Wolf, kannst du nehmen? Willst du zum blauen Obi oder was, zum Teleporter? Nö, das ist sehr weit. Ne, eigentlich. Ne, ich irgendwo, wo ich safe jetzt mit dem Parasuit einfach hinkomme, ganz entspannt. Drillinge! Oh je, Bugs. Drillinge? Dann sind es drei Känguru-Babys quasi. Ja, ich weiß so nicht. Von hier können wir rüber, glaube ich, gut. Ich würde schon gerne nach Hause schaffen. Aber in die Richtung ist doch der. Hier unten ist ein Spieler. Oh, wo ist denn hier unten? Unter mir. Hat er Hit? Bin schon in der Schlucht. Ah, ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Nee, ach komm, der ist nackig, oder? Ja. Ich weiß nicht. Der war nackig. Gut, nackig hat nichts zu bedeuten, da kann ein Skin drauf sein. Egal. Da unten ist einer mit Fallschirm gewesen. Das war ich. Ah. Das sind ganz viele Wölfe, wo du bist. Hab den Sprung verkackt. Aber ich schaff's raus, alles gut. Obwohl, der Drop, stimmt, da ist ja der Teleport. Ich vergesse das die ganze Zeit, der ist gar nicht. Aufs abwegig Umweg, meine ich. Nee, ist es eigentlich nicht. Aber ich weiß nicht, ich habe so viel dabei. Ich glaube, ich sollte das eher erstmal nach Hause bringen, bevor ich da jetzt so zu greedy hinlaufe. Aber ich zieh mich, glaube ich, jetzt voll in den Duty rein, ne? Ich porte mich erstmal nach Hause. Ich meine, ich habe einen Heavy Turret dabei, ne? Das ist schon sehr wertvoll. Vorne ist ein Gasback. Und ein Typ mit Raptor. Direkt vor mir, okay. Ich seh den roten Gasback. Wo ist dann der Spieler? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich laufe jetzt Richtung Fluss. Also der läuft Richtung Fluss. Okay. Er ist gebolert, der Raptor. Zwei Leute hier. Und wilde Wölfe. Ich habe ihn gebolert, den Spieler. Der grüne Gasback? Warte. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Ich auch nicht gerade. Ja. Ich bin jetzt an dem Fluss hier, wo die Biberdämme sind, die ganzen. Ja, ich bin oben auf der Spitze beim Teleporter. Ich lock den gerade. Ja, der chased mich gerade. Um irgendwie einen Anhaltspunkt. Fluss gibt's hier ganz viele. Ich komme jetzt zu unserem TP. Ich bin dran. Ich bin schon beim TP. Ah, da, ich sehe dich, okay. Ja, und hier irgendwo ist der Spieler gerade noch gewesen. Okay. Er läuft weg dahin. Ich laufe aber auch hier unten jetzt lang, ne? Aufpassen. In welche Richtung läuft er weg? Zu uns, in unsere Richtung? Er ist direkt bei mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin. Ja, ich bin im Wolfstag. Gegenüber vom Teleporter ist der Beam. Wo die auf der Flussseite. Ja, oder? Richtige Richtung. Lauf da weiter, wo du warst. Ich renne die hier, Richtung ich renne, hier. Ja, genau. Okay. Mann, diese Wölfe, ey.
Bist du tot, Neon? Ja, jetzt gleich, weil die Wölfe mich killen. Bin ich, ich seh den Spieler. Helf mir bitte, sonst bin ich tot. Ja, ich hab den Spieler gekillt, fix. Ich bin bei dir. Der Spieler ist tot. Lauf. Lauf einfach. Ich hab die Wölfe. Ah, fuck. Ich komm noch Stamina. Lauf weg, Jungs, lauf weg. Ja. Okay. Der Spieler ist tot, ich block die Wölfe jetzt einfach zu dem Raptor, dann killen die den und... Die jucken sich nicht von mir. Oh, die kämen da vorne irgendwas. Da sind Gates vorne. Oh mein Gott. Ja, ich... Diese Wölfe, ne? Spawner die gerade? Ja, ich hab auch noch eine Bola, warte. Okay, ich hab den Kerl gelootet, aber der hatte immerhin 500% Crossbow. Nice! Guck, okay. Vorne tamen die was. Wahrscheinlich will. Von Gasbeck! Da ist wieder ein Spieler mit Wolf hinter euch, auf dem Weg zu euch. Ich hab... Brauner Wolf, Richtung Teleporter unterwegs. Nee, da war keiner drauf. Doch. Ich hab's genau gesehen, der ist beritten. 100%ig. Helft ihr? Also, ich seh den Wolf nicht. Der ist hier zwischen den Mammuts hergelaufen. Das sind 130er, die müssen Gasbacksattel haben, die Leute. Mhm. Oh fuck. Moment. Ist der hier nicht? Ist weg. Ist ein Stück weg. Haben gekillt, Moll. Wir müssen den Gasback töten, nice. So leid es mir tut. Hast du nur was zum Schießen? Ich kann mit der Kettensäge drauf machen. Ich hab noch 230er Long, die kann ich mal drauf schießen. Bohrt jetzt den Wolf nach Hause mit dem ganzen. Das tut mir so leid, ne? Aber. Oh. Ich hab zu viel Stuff dabei, ich port den jetzt nach Hause und dann gehe ich hier zu Fuß weiter mit euch. Muss eh nochmal gleich nach Hause, meine Rüstung hat noch irgendwie. Ich kann mir gut vorstellen, dass er wieder Matty war. Aber weiß es nicht. Ah, krass, man, da haben die einen Gasback-Seite gefunden. Gasbacks sind richtig stark zum Raiden. Zum Turret-Tanken. Lass mal hier den. Glaub ich. Da vorne springt auch ein Gasback. Ich versuche mal noch auf den gelben Beacon zu gehen, Neon. Rechts. Mhm. Okay. Jo, ich komme mal jetzt auch hin mit dem Parachute. So gut, dass wir den Teleporter hier haben. Oh, ich muss eigentlich weg. Ich habe wirklich nur noch so 10 Dura auf der Rüstung. Ja, dann hau ab. Der Wolf ist auch schon weg. Da oben ist einer mit Fallschirm. Das bin ich. Schade. Hast du gerade gelootet, den Beacon? Ne, der Wolf-Typ hat den Beacon gelootet. Ne, ich habe nichts gelootet. Da vorne ist dann noch ein Gelber, da wird er als nächstes hinmachen. Der kommt mir gerade entgegen, der Kerl. Der sieht mich, der ist vom Wolf abgestiegen. Vielleicht, er schießt auf mich. Ich greife den jetzt an. Ja. Ich loot währenddessen den gelben Beacon. Ich probier's. Oh, er haut ab. Ja, der wird definitiv auf den nächsten gelben Beacon gehen. Vielleicht kann ich ihn abfangen, mal schauen. Ja, er rennt hier im Kreis. Hat Hit. Nice. Auf die Brustplatte, aber der hat auch... Wenn der hier im Flussbett rumrennt, gib Bescheid, weil da bin ich gerade jetzt. Also in diesem Flachen. Ich flieg über Wölfen gerade rum. Die haben mich so gestuckt, aber ich bin wieder frei. Ja, er ist unten im Fluss. Ich seh ihn. Oh, er ist viel zu schnell. Ja, der rennt zum gelben Beacon. Der wird den auch looten jetzt, scheiße. Ja, ich bin unterwegs dahin. Ah, der scheint eine gute Brustplatte zu haben. Oh, hier ist ein Velo. Ramina. Der muss jetzt ja eigentlich irgendwo sein. Und er schießt jetzt auf mich. Hast du Lust mit dem Fallschirm? Ja, das bin ich. Okay. Oh, ich bin so langsam. Ich hab die Pille abgebrochen, Neon, mach deinen Kram. Ja, jo, danke. Bin hinter dir, Beam. Sehe keinen Wolf bisher. Ja. Oh, nice. Ein bisschen laggy gerade, glaube ich. Ja, kann sein. Fühlt sich nämlich so an. Okay, ich bin jetzt gleich beim Biegen. Es sind halt fucking viele Wölfe und irgendwas alles wieder. Ja, das ist grundsätzlich, es ist ziemlich anstrengend hier mit Wölfen. Bin aber hinter dir. Wölfe, überall Wölfe. Kann auch sein, dass er nach Hause rennt. Vielleicht hat es mehr Damage gemacht, als ich gedacht hätte. Ja, nur eine Flaglegends. Wobei, immerhin. Flaglegends ist so gut. 170 Armor irgendwas, aber leider kein Blueprint. Schade. So, ich würde jetzt auch zum Teleporter machen. Wir können mal Beeper Damage schauen. 8 Minuten haben wir. Ja. Das Gute ist jetzt wahrscheinlich die meisten... Oh, guck mal, ein Regenbogen. Hm? Ja, das ist ein Regenbogen. Oh, wie schön. Das wäre so geil, wenn du jetzt ein Gegner gewesen wärst. Gut, mit Regenbogen ankriegen, Headshot, Alter. Gerade so voll im Krieg. Aber 300 Dura immerhin. Die Beine. Nicht verkehrt, ne? Ja, der Kollege hat auf jeden Fall auch ein Chitin-Oberteil angehabt und das hat den Schuss überlebt, also. Ja, dann war es wahrscheinlich gut. Wahrscheinlich sowas, was ich an habe oder so. So, ich muss mal eben Wasser tanken hier, ey.
Aber wir können jetzt noch besser tamen. Jetzt sind wir zwei krasse Armbrüste. Das stimmt. Oh mein Gott, hier lacht noch ein Spieler neben dem Raptor-Toter. Und? Ja, den habe ich nicht. Da habe ich nur alles Gute rausgenommen. Der hat halt noch Flak und Standard Longneck und so ein Scheiß. Das habe ich liegen gelassen. Okay, ja, ich guck gleich nochmal durch. Wir sind zwei Regenbögen abgefahren. Oh mein Gott. Also war das. Ach nö, habe ich jetzt meine Grappling Hook so schlecht geschossen? War das da gewesen? Nee, da vorne der. Alpha Kano? Ja. Da, wo wir gefightet haben. Okay. Den packen wir jetzt aber nicht mehr, oder? In der Zeit. Für sowas brauchen wir halt echt einen Jutti mit dem guten Sattel, Leute. Ich sag's euch. Ja. Scheiße. Machen wir gleich einfach nichts, als solchen Jutti tame, ey. Noch 5 Minuten. So, da muss ich hoch, glaube ich. Ich gucke jetzt mal schnell wegen Biber, denn da vorne ist einer. Kannst du mal springen gerade? Ah, okay, du bist das, okay. Ja. Oh, dass die Leute die nie alle machen können. Es kotzt mich an, ey. So eine dumme Angewohnheit, ey. Ganz ehrlich. Super assi. Er schneiden sich auch selbst damit ins Fleisch, richtig. So, ne? Boah, Alter. Dann Wolf geboxt. Ich bin so weit geflogen gerade. Ja, egal. Ich mache jetzt zur Base. Ja, ich auch. Bin auf dem Weg zum Teleporter. Hast du den Raptor noch gekillt, Neon? Ja, hatte aber nur einen Prim-Sattel leider. Der ist auch noch. Gerade. Jo, den haben sie übersehen. 400c passte. Nice. Nice. Oh, Neon. Ja, das ist hier ein Moshpit. Oh, der Dürewolf war 135. Ich weiß es auch nicht. Oh, der Aufweg ist ja voll mit Viechern, ey. Geht aber. Ja, ich merk's grad. Bäh. Ich hau den Teleport an. Homegurke. Rein hier. Okay. Ja, war jetzt keine krasse Raid-Action oder so, aber Umi hat trotzdem Bock gemacht, ey. War trotzdem Spannung. Ich fand's cool. War, ey, ohne Scheiß. Es ist einfach nur alles geil gewesen heute, finde ich. Ja, also schade, dass wir jetzt gerade die Känguru- und Froschleute nicht gekillt haben. Aber sonst, ey, wir haben richtig guten Stuff. Macht mega Bugs Spaß, hat eine richtig gute Base gebaut auch in der Zeit. Nice, Pillars-Bugs. Richtig gut. Guck mal, da ist der jugendliche Kick. Ich hoffe nur, ich weiß nicht, ob mein Zollrad hier trotzdem rüberkommt, ne? Die springen so hoch, die Viecher. Ich bin nicht fertig. Von mir aus kann dann auch noch einer drauf. Okay, cool. Aber wir haben schon mal angefangen. Ja, das ist super. So, wir haben noch 3 Minuten. Ja. Tschüss! Boah, Alter. Ah, ich hol mir noch mal einen Perlen, wenn ich einmal hier bin. Kriegen die eigentlich Fallschaden? Wir brauchen auf jeden Fall Poly mehr. Ja, aber ganz wenig. Poly? Okay, müssen wir einfach nächstes Session irgendwie direkt zu Delfinen porten oder so. Oh, da kommt noch ein roter runter. Direkt vor unserer Base. Komm, den kriegt man noch. Den kriegt man noch. Ja. Die Zwillinge haben, by the way, die guten Weight-Stats, die Kängurus. Nice. Puh. Ah, Kängurus scheinen beliebt zu sein. Kann ich einen Känguru nehmen hier? Eins, oben eins? Oh, sind die nah am Ausbrüten? Sind am Ausbrüten, ne? Ah, ne, die sind fertig. Schon fertig. Okay. Nein, stehen noch da. Die kleinen wachsen gerade. Kriegen die Fallschaden? Nee, kannst da oben runter jumpen. Okay. Ich glaube nicht, dass eine Rollrad hier durchkommt, weil selbst Känguru kommt nicht durch. Ja, die springen schon komisch teilweise. Drüber vielleicht mit irgendwelchen komischen Tricks oder so, aber wir können da noch höher machen. Ist da ein Spieler oder seid ihr das beides mit Kängurus? Das Känguru. Okay. So, aber. Nee, ich bin super zufrieden. Ja, es hat doch mega Bock gemacht. Ja, und Kängurus haben wir zwar eben deswegen, das können wir ja dann Anfang nächster Session gleich mal ausprobieren. Ich setze mich dann bei Bugs ins Känguru rein, er steuert das Känguru und ich bin im Beutel und hau dann noch Metall oder so. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist wirklich eine bessere Spitzhacke, das wäre cool. Jo. Tatsächlich. Jo. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass er das weg mit voller Aber und du kannst ja eine Waffe benutzen, kannst doch von dem Känguru aus. Oh, der ist ja sogar Bonus bieten. Ja, aber du bist viel zu hoch. Echt? Ja, du kriegst die meisten Dinger nicht. Du kannst halt den, der in der Tasche sitzt, direkt vor den Block manövrieren, der hackt, du rennst zum nächsten. Das ist auch ultra safe, falls irgendwas kommt. Komm runter, drop. Okay, Bugs darf looten. Bugs ist schon hier, oder? Ich guck einfach mal lassen, mit rein. Lass Bugs looten. Lass ihn einfach. Nein, wir haben nur 40 Sekunden oder so. Schneller. Aua! Ey! Wie lange braucht der denn noch? Alter! Bugs schlägt mich! Oh komm, Ja, echt? Das wird knapp. Also nicht erst gucken, gleich rausnehmen, ne? Ja, sonst. Das könnte sein, dass der weg ist sonst, nach Server Restart. Oh, komm schon.
Gib, gib! Also wer als erstes lootet jetzt? Oh! LOL! Nee. Da ist ein Yuti neben euch, Achtung. Ja, und ein Drop vor uns, komm. Jetzt lass uns da rein. Habt ihr? Ja, ich hab... Nicht zu fassen. Und, was war das? Mastercraft, Shotgun und Mammut-Plattform-Sattel. Oh, bitte nochmal safe, nochmal safe, nochmal safe. Ich hab den Yuti weggekaltet mit Longneck. Sehr gut. Der ist unten im Wasser. Sorry, Bugs. Ich das war jetzt jede Sekunde gerade. Der Yuti ist 50 gewesen, by the way. Es kommt noch ein Save, oder? Weiß nicht, wenn ich mitgezählt. Super Sprung zur Base! Alter, wie weit die 66, nee. Aber ich kann es nicht lesen. 66, nee, 86 Armor, Plattform, Sattel, Mammut. Okay, und der Rest? Ja, ist krass. 150 Shotgun, noch eine alte wieder. Ah, schade. Hä, nur zwei Items im Bonus-Beacon? Safe World, nice. Ist richtig gut. Ich weiß nicht, was noch. Ich muss dann ein Video gucken. Okay, ich mach noch die Base. Okay, wobei, es war eh der letzte Safe, ne? Okay, ist vorbei. Ja, oh, das war's. Jo, krass. Sorry, Bugs. Es war jetzt irgendwie jede Millisekunde. Ja, ist gut. Aber den Mammutsattel hast du gefunden, Bugs. Du hast den als erstes gesehen im Biegen. Was war da für eine Shotgun drin? 150% leider nur. Aber. Wie ich mit Kay gerade streite, wer noch durch die Tür rein. Ist ein richtig hübsches Endbild. Oh, ganz schön. Also hat anstrengend, aber hat mega Bock, ey. Und es ist vom Feeling her was komplett anderes als die erste Staffel. Also ich hoffe, dass es jetzt auch zum Zuschauen Spaß macht und so. Aber es ist mein. Ich will auf jeden Fall eine Schokolade hinterher dafür, dass ich euch einen Scheiß zusammenfarme. Kriegst du auf jeden Fall. Eine Schokobon oder so. Ja, mindestens. Jo, gut Leute, alles klar. Vielen Dank fürs Zugucken. Würden uns sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Hoffentlich können wir dann ein bisschen mehr raiden. Wir sind ja an sich soweit. Wir müssen halt nochmal eine Basis finden, die nicht schon offen ist. Also bis dahin, haut rein. Tschüssi. Und so. Ach so. Okay.